Und damit recht herzlich willkommen zurück zu The Crew 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, wir haben eine neue Disziplin. Ich habe es ja eigentlich schon in den vergangenen Folgen gesagt. Wir haben ja auch schon Veranstaltungen tatsächlich auf der Karte gesehen. Und zwar das Air Race. Ja, wir dürfen jetzt endlich auch mal Rennen fahren. In der Luft nicht nur irgendwelche Tricks machen und Punkte sammeln, sondern tatsächlich Rennen fahren. Oder fliegen, besser gesagt. Ja, fahren ist ja das falsche Wort. Und ja, wir dürfen sogar eines dieser Fahrzeuge, genau dieses hier, haben wir nämlich schon im Besitz. Und das ist eigentlich auch schon richtig gut, wenn ich es richtig sehe. Von den Werten her ist es das Beste schon, oder? Ist ja krass. Ja gut, da brauchen wir nicht mehr. Zumindest mal eben, was diesen Leistungsindex betrifft, mit 151. Sehr gut. Sieht auch geil aus. Sieht aus wie so ein kleiner Jet. Natürlich eine Propellermaschine. Wobei ich muss sagen muss, dieser Chibi R1, ich finde den auch geil. Von 1934. Alles klar. Auch hier eine schöne Doppeldeckermaschine. Die ist allerdings von 2018. Guck mal an. Jetzt guck mal an. Sieht auch böse aus, dieser Mustang. Ja, so stelle ich mir ungefähr auch einen Mustang, einen Flugmustang vor. Gut, aber den haben wir ja schon. Und deswegen nehmen wir den auch. Deswegen, ja, wir verlassen einfach mal kurz das HQ, das Pro Racing HQ. Hier haben wir noch unseren 959. Mit dem werden wir natürlich schlecht fliegen. Ja, man kann schon stellenweise, ein Stück weit kann man mit dem fliegen. Aber nicht unbedingt das, was wir jetzt suchen. Und wir machen jetzt mal hier auf nicht abgeschlossen. Ja, 8 Veranstaltungen haben wir noch nicht abgeschlossen. Weil wir, glaube ich, schon kurz davor sind, ein Star zu werden. Zumindest mal so heißt der nächste Rang in unserer Follower-Geschichte. Wir haben ja schon fast 100.000 Follower. Leute, so viel haben wir nicht mal Abonnenten hier auf dem Kanal. Also, wir müssen hier mehr Abos haben. Das kann es ja nicht sein. Da fühle ich mich ja voll schlecht. Da müsste ich ja auch jetzt nach Amerika gehen und sowas machen. Würde ich sogar vielleicht machen, wenn es die Möglichkeit gäbe. Aber ich glaube, die gibt es nicht. Egal. Was laber ich? Ja, wir machen die Air Race. Wir haben, glaube ich, sowieso nur 2 Veranstaltungen. Aber ist nicht schlimm. Wir machen das jetzt einfach trotzdem mal. Und gucken uns das einfach mal an. Und dann porten wir uns mal hin. Black Mount Air Race. Ich bin mal echt gespannt, was wir da machen müssen. Das ist ja Premiere auf jeden Fall. Wir sind ja jetzt auch wirklich in so einem Gebiet angekommen. Black Mount Air Race. Rate mal, wer den Rekord hier hält. Clarence Bishop, der Dritte. Ah, ich dachte sie selber. Ich wette, er wäre schwer irritiert, wenn du seine Zeit schlagen würdest. Nicht, dass wir uns jemals auf dieses Niveau herablassen würden. Ja, was ich sagen wollte ist, jetzt kommen wir natürlich auch, da sind wir in den Bereich angekommen hier im Let's Play, wo ich weder in der Alpha noch in der Beta war. Das heißt, auch für mich ist es jetzt wirklich so alles so zum ersten Mal aufsaugen. Das ist halt geil. Ja? So, ja, wir fahren jetzt zum Air Race. Da dürfte das Fahrzeug sich jetzt wechseln. So ist es. Da haben wir das gute Ding. Noch nie geflogen. Guck mal, ein Zweisitzer ist es sogar eigentlich. Wie gesagt, sieht auch schon echt so ein bisschen wie so ein Jet aus. So ein Kampfjet. Allerdings halt eine Propellermaschine. Die in den meisten Fällen auch wendiger sind. Jetzt bin ich mal gespannt. Ein Race heißt ja wirklich, es geht um Zeit. Ich meine, man kennt ja Red Bull Air Race und sowas. Und das ist schon krass. Und ja, guck mal, da müssen wir alte X gedrückt, um Extremmodus zu benutzen. Natürlich können Flüge schneller rollen und hilft bei Figuren. Okay. Also wir müssen auch bestimmte Figuren hier fliegen. Oh Gott, das ist gar nicht mehr so einfach hier, merke ich gerade. Okay, die Sicht ist scheiße. Oh Gott. Ey, das Ding ist mega schnell. Ist kein Vergleich zu den anderen Flugzeugen. Klar, der X-Modus, okay. Aber den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Guck mal, wir haben hier über 300 Sachen drauf, ey. Ich glaube, er kriegt dann einen Zeitbonus, ne? Wenn man durchfliegt. Aber ich finde es eigentlich cool. Auch wenn man, glaube ich, das richtig gut machen will, dann muss man da, glaube ich, richtig nah an die Pylonen ran. So ist es ja zumindest mal in echt. Das muss man jetzt hier machen. Oh, wir müssen da, glaube ich, gleich ein Looping fliegen. Okay. Ja, komm, komm rum, komm rum, komm rum, komm rum. Aber ich glaube, da gibt es später noch richtig schwierige Rennen. So ist es nicht. Aber ich finde es geil. Es ist halt doch nochmal was anderes zu dem Freestyle-Zeug. Finde ich echt cool. Perfekt. Haben wir das auch noch geschafft. Komm da hoch, komm da hoch. Oh Gott, das schaffen wir nicht. Boah, wow, da gibt's jetzt. Oh, da gab es ja Strafsekunden. Siehst du mal. Okay, aber dann wissen wir das jetzt auch. Echt nicht so einfach, das Ding bei diesen Geschwindigkeiten im Kurs zu halten. Aber ich finde es geil, ey. Mir macht das gerade voll Spaß. Hätte ich nicht gedacht.
glaube, man muss halt den perfekten Winkel erwischen, die perfekte Höhe haben. Das ist nämlich jetzt nur gut gewesen. Und Vollgas. Komm, das ist ja auch ein Perfekt, oder? Jawohl. Gehen die Landeklappen auf, die sind auf automatisch gestellt. Nee. Falsche Richtung, fuck it. Das habe ich nicht gut hingekriegt. Das Ziel. Auf. Haben wir es geschafft? Ich weiß nicht, was die Zielvorgabe war. Ja, okay, haben wir geschafft. Sehr gut. Aber geil, ist echt eine andere Art zu fliegen, muss ich wirklich sagen. Läuft. Und das Ding hat echt gut Tempo drauf und wir können das Ding ja jetzt ein bisschen upgraden. Das heißt, da kann man, glaube ich, schon eine richtige... Guck mal, wir haben 151, 270 ist Maximum. Also ich glaube, da kann man eine richtige Highspeed-Maschine machen. Also, da freue ich mich drauf. Und was? Ich mache das jetzt auch mal hier als mein Favoritenfluggerät. Ich finde das geil. Nichts gegen die Spitfire, aber das Ding ist schon... hat schon was. Lufttempo, neues persönliches Highlight. Okay. Details ansehen. Muss man da jetzt irgendwo durch ganz schnell fliegen, oder was? Okay, kapiere ich nicht. Egal. Mal gucken, wie viel wir drauf kriegen. 400, oder? Kriegen wir drauf? Ah, noch nicht ganz. Bergab vielleicht. Ja, 400 drauf, ey. Alter. Ui, Alter. Geil. Kann schon was. Kann schon was. Gut, wir machen aber die nächste Veranstaltung. Hupsala, hier müssen wir hin. Und dann gucken wir doch mal, was wir hier schaffen können. Hier haben wir nochmal ein Air Race Blitzreise hin. Ja, ich glaube, da kommen noch ein paar Veranstaltungen dann in der Klasse. Das sind jetzt erst die ersten zwei. Egal, was deine Freestyle-Freunde dir gesagt haben, das ist ein Rennen und das Ding am Pier ist ein Riesenrad. Das ist kein, ich wiederhole, das ist kein Stunt-Flugreifen. Verstanden? Was ist ein Stunt-Flugreifen? Hä? Okay. Aber wobei, das fand ich jetzt sogar cool, auch wenn ich die Frau nicht so leiden kann. Wisst ihr ja, fand ich das eigentlich schon ganz cool, dass sie halt auch so ein bisschen drauf eingehen. Hey, es gibt ja auch noch diese anderen Flieger, diese Kunstflieger, was wir auch schon gemacht haben, was wir wahrscheinlich jetzt dann auch gleich wieder machen werden, vielleicht heute noch. So, jetzt mal aufpassen. Ich finde es halt gar nicht so einfach, das Ding richtig zu positionieren. So, okay. Jetzt hier drehen. Ich finde die Höhe halten und so halt echt nicht so einfach manchmal. Okay, da kann man hier wieder ein Looping machen. Oder ein Halblooping. Ist ja kein richtiger Looping. Ist ja eigentlich so ein Halblooping. Mit einer Rolle. Und irgendwie... Oh, ich muss da runter. Die Nase oben und steigere das Tempo. Oh, ich muss drehen. Ja gut. Echt nicht einfach hier. Nochmal jetzt gleich so ein Halblooping mit einer Rolle danach. Und mir macht das echt Bock. Also ich finde das echt cool. Also das muss man natürlich ein bisschen üben und ausreizen noch, aber das passt schon. Ich meine, das hilft natürlich schon sehr, dass wir jetzt hier das beste Standardflugzeug gleich zu Beginn hatten. Das muss man schon sagen. Ich glaube da... Aber wie gesagt, später wird das, glaube ich, noch echt schwer. Oder könnte ich mir vorstellen. Oder halt auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad, den man ja dann freischaltet. Ich glaube, da wird das auch nochmal deutlich anspruchsvoller. Runter.
Das ist die Vorgabe, die ist jetzt erst da, also wir sind schon, also das Ziel sollten wir ohne Probleme schaffen. Sagen wir, verpassen jetzt einen Kontrollpunkt oder so, das wäre natürlich dann bitter. Aber ich glaube jetzt mal nicht dran. Hier müssen wir lang. Halt. Sehr schön. Und das Ziel und nochmal Vollgas. Sehr schön. Nice. Ja, ein bisschen fehlt uns noch zum Aufstieg. Zum Star. Es ist Zeit für hartes Training. Es ist immer Zeit für hartes Training. Ja, ja, ist gut. So, dann würde ich sagen, wir... Grade nochmal ab hier. Und dann haben wir, glaube ich, gerade hier einen Fotoauftrag nochmal. Gucken wir mal, was der kann. Oder ist er wieder weg jetzt? Ja, jetzt ist er wieder weg. Da ist er wieder. Nimm ein Foto vom US Bank Tower Los Angeles auf. Ja, jetzt müsste ich halt nur wissen, was der US Bank Tower ist. Das ist der ganz große wahrscheinlich, oder? Das da, das Runde da, ne? Glaube ich mal, dass das ist. Ja. Dann machen wir doch mal da schnell ein Foto von. Weil es gibt ja auch gut Buckets und Geld, haben wir gesehen. Ja, da haben wir das Ding, genau. Das ist kein schönes Foto, aber wir haben es. Auftrag erfüllt. Ja, guck mal, 2000 Follower gibt es trotzdem dafür und 15.000 Buckets. Sehr schön, da haben wir doch schon wieder ein bisschen Geld verdient in der Folge und wir sind aber noch weit nicht am Ende. Und ja, wir haben da natürlich noch neue Veranstaltungstypen bei entsprechend... bei Racing haben wir noch ein neues und eben bei Freestyle haben wir auch noch was Neues, was wir uns noch gar nicht angeguckt haben. Aber ich hätte mir jetzt trotzdem gedacht, dass wir erstmal die Aerobatics machen. Wir bleiben jetzt einfach heute mal noch in der Luft in dieser Folge und dann gucken wir uns je nachdem eine der neuen Disziplinen auch nochmal an. Deswegen Filter wieder ändern. Genau, so. Und dann machen wir doch die einfach. Was sind das? Das sind zwei Stück, ne? Ich glaube, ob das reicht zum Aufsteigen, weiß ich nicht, aber mal gucken. Und wir haben mittlerweile schon über 100.000 Follower, Leute. Krass. Krass, krass, krass. Und ja, dann würde ich sagen, Blitzreise dahin. Da müssen wir das Flugzeug natürlich wieder wechseln, aber auch ein bisschen was Wendigeres. Ah, die weite Ebene von Texas. Der perfekte Ort, um eine wichtige Technik zu lernen. Enge Kurven. Oder brauche ich aber nicht den da, sondern da will ich den da haben. Der ist besser? Warum ist der besser? Ich habe den doch voll geupgradet gehabt, den da. Die Spitfire. Bin ich verwirrt. Nimm einfach den Fuß vom Gas, um mehr Kontrolle zu gewinnen. Und auch wenn es nicht perfekt klappt, baust du vielleicht keinen Unfall. Vielleicht. Kann noch mal überprüfen hier. Hier haben wir doch Teile eingebaut, genau. Und hier haben wir es. Achso, der hat schon 103er Teile. Ja, pass mal auf, dann machen wir das nochmal. Dann wechseln wir jetzt nochmal von der Spitfire weg. Nehmen das andere nochmal. Und nehmen alle Teile, die über 100 sind, bauen wir hier mal aus. Bauen sie hier ein. Graden wir die nämlich auch nochmal ab, weil ich denke, es wird jetzt auch ein bisschen schwieriger. Weil wir bis jetzt weniger Probleme hatten bei dieser ganzen Geschichte. Okay, da haben wir noch nichts drin. Okay, dann haben wir 114, das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Dann machen wir das doch jetzt mal. Sehr schön. Dann machen wir jetzt gerade nochmal was anderes. Machen wir ein bisschen... Style und so. Zum Start. 3, 2, 1. Go! Ohne 2000 Punkte. Easy. Schaffen wir doch. Liebe so tief wie möglich. Aufsetzen und durchstarten können wir auch noch gleich machen. Und ein Looping. Sehr schön, jetzt kommt wieder Freestyle. Oh, das war ein Stoppie. Ich nenne es jetzt mal fast mit den Motoren aufgesetzt.
So, hier können wir auch mal die X-Taste drücken, da geht das mit den Rollen vielleicht mal ein bisschen schneller. So, jetzt müssen wir hier senkrecht Flug. Machen wir doch mal. 250 Meter hoch. Und jetzt machen wir den Außenlooping. Komm, komm, komm. Hammer und den Sturzflug. Und Freestyle. Wir haben auf jeden Fall die Mindestbedingung schon erfüllt. Das ist schon mal gut. So, jetzt machen wir jetzt mal eine Rolle. Das kriegen wir hin. Umgedrehter Tiefflug kriegen wir auch hin, glaube ich. So. So, jetzt müssen wir noch ein Looping machen. Das kriegen wir auch hin, glaube ich. Okay, das war jetzt ein bisschen übertriebene Geschichte. Ja, das war so gewollt. Senkrecht Flug. Komm, komm, komm. Jetzt. Ich krieg gerade den Senkrecht Flug nicht hin. Hallo, ich krieg gerade den Senkrecht Flug nicht hin. Komm jetzt hoch. Der will nicht. Komm jetzt. Verdammt, das hat jetzt mega Zeit gekostet. Ja, ist gut, das schaffen wir. Die Rollen schaffen wir auch nicht mehr. Glaube ich. Kriegen wir die 500 Meter immer noch hin. Nee, will er uns nicht mehr gönnen, leider. Schade. Schade, schade, schade. Aber es hat gereicht. Gibt noch mal ein paar Fans und noch mal ein bisschen Buckets. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nice. So, dann craten wir das ganze Ding wieder ab. Wenn wir bessere neue Teile haben, haben wir. Sehr schön. Und dann würde ich mal sagen... Haben wir noch eine Veranstaltung, wenn ich das richtig weiß. So. Genau, hier. Dann gehen wir doch da mal hin. Nation Mall Aerobatics. Reisen wir hin. Heute fliegen wir in der Flugverbotszone von DC. Nice. Das nenne ich frei sein und zwar mit Stil. Oder einfach nur illegal. Aber gut. Stellen wir das einfach mal so in den Raum. Go! Ja, ich wollte jetzt nicht so schreien. So, jetzt. Senkrechtfluglicht. Direkt am Anfang. Alles klar. So, diesmal hoffe ich, dass das Flugzeug nicht abkackt beim Senkrechtflug. Bis zum Horizont und noch viel weiter. Luftdrift. Kann man Rollen und Luftdrift verbinden? Nicht so richtig, ne? Boah, das ist ja echt mega wendig, wenn ich X gedrückt halte. Deco mio. Und jetzt wird es langsam dunkel. Ich will nämlich hier gerade so zwischen den Häuserschluppen durchfliegen. Boom. Ja, beinahe Unfall mit Unfall. So, jetzt egal. Ist schon vorbei. Looping machen wir. Jetzt müssen wir ganz erstmal Höhe gewinnen. Und jetzt nochmal ein Außenlooping. Nein, jetzt hat er das abgebrochen, der Penner. Das wird jetzt nicht zählen. Ach, sowas hasse ich, ja. Hat denn der das jetzt abgebrochen? Schon wieder! Ah, fuck. Das sind, glaube ich, die Assistenzsysteme, die jetzt da reinmurksen, die dann halt so einen Unfall verhindern wollen. Okay, das wird jetzt doof. Jetzt haben wir hier richtig viele Punkte schon liegen lassen. So, jetzt brich aber mal nicht ab. Sonst bin ich sauer. Ey, brich hier nicht ab!
jetzt. Okay, es hat gezählt zum Glück, trotzdem. Freestyle. Oh. Ich Idiot. Oh, ich wollte nach in die andere Richtung eiern. Eigentlich müsste das ja extra Punkte geben, wenn ich durch so eine Häuserschlucht fliege, oder nicht? Aber scheinbar nicht. So, Messerflug sollen wir auch noch. Oh, fuck. Was ist denn jetzt los? Jetzt krieg ich gerade gar nichts hin. Was müssen wir jetzt mal? Beinahe Unfall, 3 Stück, okay. Das haben wir gerade eben ja schon ein paar Mal gemacht. Mit anschließendem Unfall. Jetzt müssen wir erstmal irgendwo hin, wo man so einen beinahe Unfall oder einen Unfall machen kann. Ach komm, was ist denn jetzt los? Das zählt nicht als beinahe Unfall. Ja, was müssen wir noch machen? Das zählt auch nicht als beinahe Unfall. Ja. Ja, wow. Ich krieg's gerade nicht hin. Keine Ahnung. Mehr geht ja echt nicht an Risiko wie sowas, oder? Ja, keine Ahnung. Das wollte irgendwie nicht so richtig klappen. Und nochmal irgendwo dagegen geknallt. Was soll's? Kann nicht immer gut laufen. Hui. Sehr schön. Dann bauen wir das hier ein. Nochmal neue Teile. Und jetzt haben wir da aber erstmal alles. Das heißt, wir brauchen jetzt... Guck mal, wie verkackt ich voll oft habe. Ja, das heißt, wir können jetzt hier entweder ein Drift nochmal machen, was wir noch über haben. Dann würden wir eigentlich mehr oder weniger bei diesem Styling bleiben. Street Race hätten wir auch noch. Oder aber wir gucken uns mal Monster Truck an. Oder wir gucken uns das erst das nächste Mal an. Das wäre natürlich auch eine Überlegung wert. Aber ich glaube, ich würde sagen, wir gucken uns mal die neuen Dinge, die es jetzt gibt, mal noch an. Beide, würde ich sagen. Wir gucken uns einfach mal beide ganz kurz an. Ups, jetzt. Ich will doch gar nicht. So, jetzt. Und zwar gucken wir uns erstmal die neue Disziplin, die höchstwahrscheinlich Monster Truck sein wird, an. Machen wir einfach mal. Oder aber es ist auch noch Chat-Sprint. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Das heißt, wir brauchen sowohl ein kleines Chatboot. Monster Truck haben wir ja den kleinen Abarth als Monster Truck schon. Das heißt, stimmt, wir haben noch eine ganz komplett neue Disziplin, die wir noch gar nicht uns angeguckt haben. Hier kaufen wir uns, was kaufen wir uns denn hier? Okay, der ist schon richtig, aber 108.000, ey. Pff. Was bringt denn der? Der Brawler, Sportsman, NZ Edition oder Leopard klingt halt schon geil, aber ist halt teuer, 108.000. Ja, komm, geben wir es halt aus. Ja, machen wir hier so. Nehmen wir das Beste. Wir gönnen uns das Beste. Jetzt gibt es nämlich auch neue Veranstaltungen, weil wir das Vehikel zum ersten Mal haben. 4 neue Aktivitäten. Und jetzt haben wir auch die Extreme Series freigeschaltet, die Episode 3. Die hatten wir nämlich noch gar nicht. Und ich habe mich auch schon gewundert, warum die hier nicht verfügbar war. Klar, weil uns wahrscheinlich genau dieser Fahrzeugtyp gefehlt hat. Gut, der Vollständigkeit halber gucken wir uns jetzt aber auch nochmal an, was wir jetzt bei Street Racing freigeschaltet haben. Das betreten wir jetzt auch mal noch. Das gute Track Race. Ja, da müssten wir uns jetzt auch noch ein Fahrzeug kaufen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da überhaupt eins kaufen können. Wir haben ja eigentlich nicht mehr so viel Kohle. Vorgeschlagen wird jetzt hier gleich mal die SRT Viper, die ich eigentlich ganz cool finde, für ein Track-Fahrzeug. Oder halt natürlich eine Corvette Stingray. Wäre auch ein geiles Track-Fahrzeug. Ich bin gerade überlegen, besser sind die alle nicht so wirklich, oder? Also tatsächlich der Ruf noch der beste. Was den Leistungsindex angeht, 335 haben die aber alle ungefähr, ne? Die sind alle sehr ähnlich, das nimmt sich alles nichts. Focus RS ist ja auch geil.
Ich glaube aber, ich nehme tatsächlich die Viper. Ich finde das irgendwie cool. Also Corvette fände ich auch geil, aber irgendwie Viper hat auch noch was. Mit einem schönen V10. Ich glaube, das nehmen wir als Trackfahrzeug. Also wir geben heute richtig Kohle aus und sind jetzt dann gleich bankrott. Sowas gibt's halt. Aber damit können wir dann in den nächsten Folgen richtig pushen. Und die nehmen wir in einem... Ich weiß gar nicht, grün wäre eigentlich geil. Warum gibt's da kein Grün? Ja, dann nehmen wir sie jetzt mal in Schwarz und dann färben wir die noch in Grün um. Felgen lassen wir. Und gut, wir können auch für die kaufen. Nee, wir kaufen jetzt für die Buckets. Diese Club-Credits, die können wir ein andermal noch ausgeben. Und dann müssen wir jetzt auch neue Veranstaltungen bekommen. Zwei neue Aktivitäten, sehr schön. Ja, das heißt, wir stehen hier gar nicht so schlecht da. So, bevor wir jetzt aber eine Veranstaltung machen, Leute. Wir waren ja heute schön in der Luft, das ändern wir jetzt auch nicht ab. Sondern, upsala, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Sondern wir gehen jetzt mal nochmal in unser Headquarter. Und pimpen mal ganz kurz das Boot, was wir gekauft haben. Und auch natürlich jetzt die Viper, die wir jetzt hier uns geholt haben. Deswegen, wir gehen jetzt erstmal zum Boot. Fahrzeug wechseln. Und dann wechseln wir mal auf den da. Und anpassen. Da können wir nichts anpassen. Okay. Farbe könnten wir jetzt aber wählen, ne? Okay. Weil ich glaube, dann nehme ich... Weil ja, es heißt ja Leopard, deswegen passt ja eigentlich so eine gelbe Farbe. Wobei in Rot sieht das auch schon geil aus, das Teil, ne? So ein bisschen. Oder halt grün. Ne, wir lassen das mal so, wie es ist. Ist okay. Beziehungsweise, ich habe eine Idee. Wir nehmen zwar ein Gelb, aber wir nehmen dieses Schillernde, die schillernde Farbe wieder. Die fand ich nämlich geil. Was haben wir da noch kürzlich? Ne, wir nehmen mal diese schillernde Geschichte wieder. Finde ich nämlich geil. Aber wir müssen ein bisschen was optisch dran verändert. Sehr schön. Und jetzt gehen wir zu den Fahrzeugen und dann nehmen wir unser Track-Fahrzeug. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn, die Viper? Da ist sie doch. Sehr schön. Und dann gucken wir doch mal, was wir jetzt hier anpassen können. Und da würde ich jetzt Farbe ganz gern... Dann nehmen wir jetzt ein Metallic. Und es muss einfach grün sein. So. So. Das darf schon schön ballern. Wobei, da hätten wir jetzt eigentlich auch so eine Schillernde. Aber da gibt es keinen so Giftgrün. Nee, das lassen wir so. Gut, dann. Ich weiß nicht, gibt es Top 100? Gibt es da was Cooles? Gucken wir gerade mal. Ja, Rallye-Streifen. Das kann ich auch noch selber drauf zimmern. Ich dachte, vielleicht gibt es ja irgendwie was Cooles, was irgendjemand erstellt hat, aber. Das ist jetzt nichts, was mich irgendwie kickt. Das können wir alles noch selber zum größten Teil machen. Ja, das lassen wir mal alles so stehen. Ja, wir gehen mal kurz zum Aussehen. Was können wir denn ändern? Okay, wir können ein paar mehr Öffnungen machen. Wir können mit Schnellverschlüssen machen. Wir können das Ganze einfach nochmal mit Carbon machen. Ne, das machen wir nicht. Ich muss sagen, ich fände das so mit den Schnellverschlüssen cooler. Wobei das auch geil ist. Aber das hätte halt so ein bisschen mehr Motorsport-Feeling und gerade so Drag Race Car. Ich glaube, ich nehme das. So. Das andere ist zwar auch geil mit den Öffnungen, aber naja, machen wir es mal. So, jetzt haben wir noch. Das ändert die Lichter. Hier haben wir noch einen Splitter. Einen richtig bösen Splitter. Und nochmal mit so extra Finnen. Aber ich glaube fast, wir nehmen jetzt einfach nur diesen. Die etwas getönteren. Ah ne, das ist so ein Carbon-Optik dann, aber egal, und halt so einen ganz leichten Splitter, weil ich glaube, so viel Anpressdruck brauchen wir eigentlich nicht. Bremssättel. Machen wir auch grün, komm. Machen wir jetzt auch noch hier zum Ende. Dann Außenspiegel, können wir auch Carbon-Optik machen. Machen wir jetzt nicht. Seitenschweller, kann man auch mit einer, ups, Carbon-Optik in einen richtig bösen Sidepipe. Ne, wir machen die mal, komm. Dann Kotflügel. Okay, nee, das lassen wir. Heckspoiler. Nee, die lassen wir auch so. Stoßfänger hinten. Den hatten wir drauf. Ja, diesen Diffuser brauchen wir eigentlich nicht. Nee, ich glaube, wir können das lassen, was wir haben. Das ist eigentlich gut so. So, in Innenraum. Guck, Leute, jetzt habe ich das Problem, weil viele haben geschrieben, ja, du kannst dann weitermachen, aber das ist schon ausgewählt, deswegen kann ich es nicht ändern. Das heißt, ich muss jetzt auf Rot gehen, damit ich die verschiedenen... Ach so, jetzt kapiere ich. Jetzt ist alles rot und dann gibt es die verschiedenen Stile.
Und nicht alles rot ist zum Beispiel. Ah, okay, deshalb verstehe ich, was ihr gemeint habt, wenn ich jetzt schwarz mache. Aber bei schwarz gibt es nicht mehrere Stile, oder wie? Ich mach mal kurz. Mal kurz mal gelb, einfach zum Spaß. Kaufe ich das jetzt einfach mal so. Ich kaufe es jetzt einfach mal zu Just for Fun und dann will ich gucken, ob bei schwarz jetzt auch eine andere Auswahl kommt. Ne, bei schwarz nicht. Es ist nur die andere, also quasi das sind dann die Akzentfarben und dann kann man sagen, wie viel. Aber da wir grün haben, passt eigentlich das ganze andere gar nicht. Wir können es mal mit grau machen, gucken wir mal, was es bei grau gibt. Ja, das sind jetzt nur die Nähte, glaube ich, grau bei dem letzten, ne? Machen wir das mal so, die Nähte grau. Das Material, da können wir Alcantara machen, geil, machen wir. Jetzt mit Carbon oder was ist das? Matt, irgendwas schwarz, matt halt. Ja, machen wir hier Carbon, ne? Das zieht sich ja durchs Ganze durch, genau. Dann machen wir das so. Cool, okay, nice. Okay, danke für den Tipp an alle. Müssen wir bei den anderen Fahrzeugen nochmal ein bisschen anpassen mit den Designs. Und ansonsten, ja, haben wir jetzt unsere Viper aufgestellt und da werden wir vielleicht dann einfach nächstes Mal damit anfangen. Einfach ein paar Track Races. Also könnt ihr euch drauf freuen. Ich bin jetzt aber raus an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und dann würde ich sagen, einfach bis zum nächsten Mal, wenn wir ja die 10 Sekunden auf der Viertelmeile auf jeden Fall schlagen werden. Das ist zumindest mal der Plan an dieser ganzen Stelle. Also, ciao, macht's gut, bis zur nächsten Folge.